Und damit hallo und willkommen zurück zu FIFA 17 Karriere mit dem SV Werder Bremen und dem Chili. Heute geht's im Nordderby gegen den HSV. Wir sind zu Gust. Och du Schande, was war da los mit meiner Stimme? So, ich glaube, wir müssen aber trotzdem ein bisschen auswechseln. Ja, ein bisschen. Wir bringen Johansson. Zap, bringen wir auf jeden Fall für Krillic. Der braucht auch mal eine Pause. Hajrovic, da. Hendricks bringen wir mal für Hajrovic. Hajrovic können wir nachher noch im Spiel bringen. Kein kommt mal für Gnabry. Wie sagen, lassen wir das erstmal so und gehen ins Spiel rein. Los. Oh Mann, das Spiel gegen Wolfsburg war schon extrem spannend. Ich bin immer noch ziemlich angespannt davon. Both. Ja, nice. Oh, Elfmeterschießen bei FIFA 17 ist echt nicht meine Stärke. Früher hat es mir besser gefallen. Oh, René Adler ist im Tor, der HSV-Kapitän. Wir werden auf Konter stellen. Wir haben nichts zu verlieren, wir sind die Gäste. Hamburg hat den Druck. Also klar haben wir auch Druck, aber... Oh, schön. Da ist Hendricks. Der zieht einfach mal ab und oh, schade, schönes Ding. Hätte aber auch passen können. Aber es war erstmal ein Vorgeschmack, dass wir sofort am Start sind, gleich ab der ersten Minute. Und HSV gar nicht erst zu dem Spiel lassen kommen wollen. Solpi am Ball. Zufi? Zufi, das ist ein nicer Name. Lasocka. Den sollten wir auf jeden Fall nicht unterschätzen. Da machen wir natürlich auch noch ein blödes Foul. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Lasocka mit dem Freistoß. Oder Sakai? Nee, Lasocka macht's. Aber oben drüber. Ah, okay, beide Mannschaften geben sich da wirklich nichts. Wir hatten schon eine Chance, der HSV jetzt einen Freistoß, was nicht allzu gefährlich war, aber... Hamburg geht auf jeden Fall früh drauf. Und meistens auch gleich mit 2-3 Mann. Ah, schön gemacht von Johansson. Da fehlt jetzt natürlich vorne in der Mitte. Da ist Junuzovic. Da ist Kainz. Ah, kann den Ball behaupten. Bauer. Oh. Es wird jetzt aber alles ein bisschen eng da vorne. Ja, Hamburg hat sich sortiert. Oh, Pfosten! Nein, vom neuen Mann. Schade. Oh, der war echt knapp. Aber weiter geht's. Ah, Hendricks kriegt den nicht. Nee, Hendricks kriegt den nicht mehr. Schade. Ah, hätte ein bisschen früher loslaufen müssen. Johansson passt da gut auf. Spielt aber erstmal ziemlich weit wieder zurück. Junuzovic. Oh, und Adler hält. Starke Parade. So, Junuzovic. Mit dem kurzen Eckball. Sané mit dem Abschluss und Adler hält wieder. Das gibt's doch gar nicht. Adler ist bisher immer zur Stelle gewesen, auch bei dem schönen Schuss von Junuzovic. Und einmal hat sie Glück, wo er an den Pfosten geht. Oh. Ostschulek da jetzt. Sané, gut aufgepasst. Ja, jetzt wieder Junuzovic. Ah, wir kriegen den Ball aber sofort wieder. Keins. Oh, was macht dann? Vergisst den Ball. Was zart ist jetzt am Ball? Lasocka auf den Außen. Ja, da kann er bleiben auf dem Außen. Oh, sieht aber... Uiuiui, das sollten wir vielleicht jetzt nicht dauerhaft probieren. So frei die Hamburger da zu lassen, das wär ein fataler Fehler. Oh, schlechter Pass von Hendricks. Oh, gut aufgepasst. Kriegen wir den noch? Schön. Und 1-0. Durch Kainz. Schönes Ding. Nice. 29 Minuten durch. Der HSV führt nicht. Haha. Schön danach gesetzt und den Ball gewonnen. Nicht wir. Das war auf jeden Fall ein nices Ding. Wir müssen trotzdem weiterhin kompakt stehen. Das Stadion ist ruhig. Kostic da am Ball.
Ah, die Flanke war aber nix. Oh! Nee, doch, kriegen wir trotzdem noch. Schönes Ding. Oh, keins ist durch. Aber zu viel passt da auf. Zu viel. Ich finde den Weltklasse da. Kopfballduell geht aber auf unsere Kosten. Nice. Ah, oh, wieder keins. Johansson! Auf Adler direkt Rückgabe. Aber keins ist im Spiel drin. Der macht gut Druck auf der, auf den Außenbahn. Ich habe halt aber auch ein paar Sprachfehler drin hier. Ja, ich bin ein bisschen nervös, es ist ein Nordderby. Oh! Halilovic. Jetzt müssen wir aufpassen. Holt mich doch mal! Uiuiuiui. Abstoß. 38 Minuten gespielt. Ja, das sollten wir unterlassen. Hamburg hat schon ein paar arg viele Freiheiten bei uns. Und Lasogga holt sich den Ball von Bauer. Aber Bauer kämpft auf jeden Fall. Schön aufgepasst. Jetzt muss der Konter rollen. Hendricks. Macht er sein erstes Bundesliga-Tor? Nein, er schießt Adler an. Mann! Aber die Konter sind auf jeden Fall gut. Die Konter sind gut. Die lassen wir. Da ist Hendricks jetzt. Ah, wollte auf Jurusovic spielen. Na, das war nix. Aber Einwurf trotzdem nochmal auf uns. Für uns. Auf uns. Eieiei. Ah, nee. Sogar ein Freistoß. Pflanzen wir mal hier hin. Da kommt natürlich keiner dran. So, 45 Minuten sind rum. 3 Minuten Nachspielzeit. Sollten wir jetzt ganz entspannt das 1-0 in die Halbzeit auf jeden Fall retten. Als wieder keins. Ah, diesmal kann er sich aber leider nicht durchsetzen. Und Halbzeit. Wir führen 1 zu 0 gegen den HSV. Was wollen wir mehr? Ah, ja. Ah, Dortmund-Gladbach 1 zu 1. Spielt uns bisher alles so ein bisschen in die Karten. Stuttgart führt zu Hause gegen Bayer. Okay, Bayern führt gegen Leipzig. Was können wir machen? Wir müssen mal ein bisschen wechseln. So, das heißt, wir bringen hier auf jeden Fall. Grillitsch kommt rein. Was machen wir noch? Was machen wir noch? Ansonsten lassen wir es erstmal so. Wir haben jetzt echt immer jeden dritten Tag ein Spiel gehabt. Unsere Spieler sind ganz schön, ja, am Limit, sage ich jetzt mal. Also von daher müssen wir immer mal gucken, dass wir früh wechseln, nicht so spät. Nicht, dass wir noch irgendeinen Verletzten kriegen. So viel Pech hatten wir diese Saison schon, dass nicht, dass wir noch einen Verletzten kriegen, weil hier, ja, wegen der Ausdauer das ja nicht bekannt. Kennt man ja bei FIFA, dass sich die Leute schnell verletzen, wenn sie keine Ausdauer mehr haben. Ja, okay. Och, der Abwurf war doch shit. Hohohoho. Ah, jetzt sind die Hamburg-Fans auch wieder da. Ah, das war nix. Das sollte auch nicht so überheblich werden. Da ist der Kai gegen Johansson. Okay, Junuzovic. Boah, schönes Ding von Junuzovic. Da verlieren wir aber gleich wieder den Ball. Ah, Hamburg steht extrem hoch. Die wollen es halt jetzt auch wissen. Die wollen es jetzt wissen. Oh, Bauer. Dritter am Ball vorbei. Ah, da ist im Aus und Abstoß. Okay, 55 Minuten durch. Wir spielen kurz. Sané, hier ist Paslak wieder. Ja, genau so. Oh, schön da Hendricks mitgenommen. Mit der Flanke. Ah, oh, da ist Adler aber wieder zur Stelle. Okay, wuchtiger Kopfball vom HSV-Spieler. Aber wir haben ihn. Paslak. Oh, Hendricks wollte ihn da stehen lassen. Gregoritsch da jetzt am Ball. Holpi. Oh, jetzt wir sind wieder zu offen. Aber HSV kann nichts draus machen. Okay, Bauer. Ah, HSV steht da weit. Oh, Kredic verliert den Ball, aber wir haben ihn noch.
Oh, schön, Hendricks auf Paslak. Paslak! Ei, da muss er früher schießen. 64 Minuten. Wir werden dann auch gleich wieder wechseln. Wir haben noch zwei Wechsel. Krilic da wieder. Bauer. Okay, so. Henriks macht da extrem viel Dampf auf den Außen. Keins! Auf Adler. Wieder so ein Schuss. Lalalala. Lasocka gewinnt da jedes Kopfballduell. Als Holpi jetzt. Gregoritsch, da müssen wir aufpassen. Okay, Holpi. Ah, gut aufgepasst. Schade, dass wir den nicht kriegen. Oh! Schönes Ding. Da ist wieder Zuffi. Ui, 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 ui. So, wir werden wechseln. Johansson geht, dafür kommt Dolberg und es wird Knapri auf die rechte Seite gehen. Nice. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so rausholen können. Wir spielen wieder kurz. 72 Minuten sind durch. Ah, das machen wir jetzt gut. Ah, der Pass auf Knapri war schlecht. Okay. Das in der Vorwärtsbewegung. Lasocka. Zieht einfach mal ab. Aber das war nix. Das war nix. Das war nix. Paslak. Krilic. Oh, Knapri. Oh, schön von Knapri. Setzt er sich schön durch. Kriegt den Ball auf Krilic. Junusovic zieht einfach mal ab, aber wird geblockt. Der Ball war hoch. Kleber da jetzt. Kleber jetzt vorne mit im Sturmzentrum. Lasocka! Riesenparade. Wow. 80 Minuten. Gute Parade. Nice. Okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir den Eckball kriegen und dann gleich den Konter vielleicht irgendwie ausführen können. Natürlich nicht. Ist jetzt auch noch ein Spieler von uns verletzt? Bitte nicht schon wieder. Oh, komm, steh auf. Gut, okay. Wir müssen doch. Krilic hat sich verletzt. Super. Das passt uns ja. Was macht unser Torwart schon wieder? Ist der betrunken? Mann. Krilic hat sich verletzt. Das ist natürlich super ideal. Was machen wir? Wir fordern jetzt gerade ein bisschen das 1-1 raus, hey. Okay. Schon wieder Eckball. Oh, Hamburg hat mittlerweile auch mehr Schüsse. Ah, das war jetzt aber nix. Weiter Abschlag. Ah, nee, Knapri ist da im Abseits. Alalalala, jetzt müssen wir aufpassen. 87 Minuten gespielt. Er kommt wahrscheinlich weit. Genau. Und der kommt auch noch an auf Nikolai Müller. Der setzt sich da gegen Bauer durch. Hat unser Torwart. Yes. Okay. Krilic nimmt dann nochmal Paslak mit. Knapri verliert wieder den Ball gegen Ostelek. Das ist nicht sein bestes Spiel heute. Oh, da ist Krilic im Abseits. Da ist Krilic im Abseits. 91. Minute. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Ich gebe mich auch mit dem 1-0 zufrieden. So ist ja nicht. Ich bin ja da nicht so. Ja, Kopfballduell gewinnen wir, aber wir bringen den Ball nicht zu unserem Mann. Das wird wahrscheinlich jetzt der letzte Angriff vom HSV sein. Da ist nochmal Kleber jetzt am Ball. Okay. Stark von Krilic aufgepasst. Und der pfeift ab, der Schiri. 1-0 gewinnen wir beim HSV. Nices Ding. Nordderby Winner. Da. Oh, das war ja echt knapp hier. Also HSV hätte auch die Chance gehabt, hier den Ausgleich zu machen. Das muss man echt mal so sagen. Wir gehen mal ins Büro. Gut gemacht. Ja, wir hatten uns die langfristige Erhöhung des Vereinswerts über 2 Songs zu der Blick im Finanzbereich. Ja, gerne. Mache ich doch gerne. Das nächste Spiel spielen wir gegen Celtic. Hab
bin ich auch mal gespannt. Es kann ganz interessant werden. Ich glaube, wir spielen aber diesmal zu Hause. Da bin ich echt mal gespannt, was wir da so hinkriegen gegen Celtic. Also, wir müssen gleich mal gucken, haben die das letzte Spiel gewonnen oder verloren? Oh nee, gegen Lyon verloren, okay. Naja, ist auch nicht verkehrt, gegen Lyon darf man verlieren, also von daher ist alles gut. Gut, dann war es auch wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein und ciao.